Hallo, wie schon angekündigt, in diesem Video geht es um einen Montagetisch. Das Bild von einem Montagetisch habe ich dazu noch hier abgebildet. Und ich lese am besten die Aufgabenstellung. Auf einem Montagetisch M gleich 300 Kilogramm mit 4 senkrecht angebrachten Stahlrohrbeinen, das sind diese Stahlrohrbeine, soll eine Last von 5000 Kilogramm abgestellt werden. Also hier drauf soll eine Last abgestellt werden. Tischbeine sind aus Baustahl mit Re gleich 235 Newton pro Millimeter Quadrat. Re ist die Streckgrenze. Da diese Tischbeine aus Baustahl sind, ist die Streckgrenze ungefähr gleich die Quetschgrenze. Dazu gibt es in dieser Formelsammlung wieder mal notwendige Formeln, die werde ich gleich hier posten, aber ich lese die Aufgabenstellung weiter durch. So, Außendurchmesser. Diese Tischbeine haben einen Außendurchmesser von 30 mm. Die Stahlrohrbeine sollen mit einer zehnfachen Sicherheit auf Druckspannung ausgelegt werden. Ich denke, jeder kann sich eine Querschnittsfläche von so einem Tischbein vorstellen. Das ist nämlich ein Ring, wobei blau ist Stahl, Innendurchmesser ist D klein, Außendurchmesser ist D groß. Und jetzt kommt die Fragestellung. Ermitteln Sie den erforderlichen Innendurchmesser der Stahltischrohrbeine bei statistischer Belastung durch die Last. Die Last, die da drauf kommt. Um diese Aufgabe zu lösen, werden wir mehrere Formeln benötigen. Als erste, um Innendurchmesser zu bestimmen, brauchen wir die Formel für Kreisfläche. A ist die Kreisfläche, das ist dann die Differenz zwischen Außendurchmesser quadriert minus Innendurchmesser auch quadriert. In der Klammer mal Pi Viertel. Diese Formel wird nach D klein umgestellt. Das werden wir gleich schrittweise machen. Um A zu bestimmen, benötigen wir Sigma D zulässig, das heißt zulässige Druckspannung. Die wird nach dieser Formel berechnet. F ist die Kraft geteilt durch S. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass hier 4 Beine sind. Deshalb wird die Formel etwas anders aussehen, aber dazu kommen wir gleich. Also, das ist dann die dritte Formel, die wir anwenden, zweite Formel, die wir anwenden und die erste Formel. Wir wollen zunächst Sigma D zulässig bestimmen. Die kann man berechnen, da Sigma F und V vorgegeben sind. Sigma DF ist nämlich die Quetschgrenze, das ist hier. Und V ist die Sicherheitszahl. Sicherheitszahl ist hier bei der Aufgabenstellung auch vorgegeben. Zehnfache Sicherheit. So, das werden wir als Erste tun. Nun schreiben wir alle Informationen auf, die hier vorgegeben sind und benutzen die erste Formel. Sigma D zulässig gleich Sigma DF, also 235 Newton geteilt durch Millimeter Quadrat. Teilen wir durch 10. Ist einfach zu berechnen, sogar ohne Taschenrechner. Um durch 10 zu teilen, müssen wir lediglich Komma verschieben. 23,5 Newton pro Millimeter Quadrat. Noch eine Formel habe ich gar nicht gepostet, da ich davon ausgehe, dass alle Physiker diese Formel kennen. Um F zu bestimmen, benötigen wir Masse mal G, die Erdanziehungskraft. Also berechnen wir erstmal F. Die gesamte Masse ist 300 Kilogramm plus 5000 Kilogramm, also 5300 Kilogramm, multipliziert mit 9,81 Meter pro Sekundenquadrat. Und das Endergebnis ist, mit dem Taschenrechner ausgerechnet, 51.993 Newton. Da Kilogramm mal Meter geteilt durch Sekundenquadrat als neue Einheit Newton gilt. Nun gehen wir weiter vor und müssen berücksichtigen bei dieser Formel, dass die Querschnittsfläche vierfache von allen diesen Flächen ist.
da wir 4 Tischbeine haben. Das bedeutet, wenn wir Sigma D zulässig, das heißt die zulässige Druckspannung, berechnen wollen, müssen wir F, die wir davor schon ausgerechnet hatten, durch 4S teilen. Das ist der Grund, warum diese Formel etwas anders aussieht. Sigma D zulässig haben wir schon berechnet. F haben wir ebenso berechnet. Das heißt, die Formel müssen wir nach S umstellen. Ohne weitere Erklärung habe ich die Formel umgestellt. Das ist nicht so schwer. Die beiden S und Sigma D zulässig tauschen Plätze. Und damit können wir S erstmal bestimmen. So, Newton geteilt durch Newton lässt sich kürzen. Da wir durch Millimeter Quadrat zweimal teilen, geht Millimeter Quadrat nach oben, also stimmen die Einheiten. Die Fläche wird in Millimeter Quadrat berechnet. So, das Endergebnis habe ich dann mit dem Taschenrechner rausbekommen. 553,117 Millimeter Quadrat schreibe ich hier drunter auf, weil mir hier der Platz fehlt. Und nun benötigen wir die letzte Formel, mit der man die Kreisfläche bestimmt. Also A ist in diesem Fall das gleiche wie S. Das ist ja nur andere Buchstabe, also Querschnittsfläche S ist gleich A. Nach der Formel berechnet, Pi Viertel mal, Klammer auf, D Quadrat, also D Großquadrat minus D Kleinquadrat, Klammer zu. Diese Formel müssen wir natürlich nach D Klein umstellen. Falls bei einem in der Formelsammlung die umgestellte Formel gar nicht steht, werde ich diese kompliziertere Schritte gleich durchführen. Als erste muss das, was vor der Klammer steht, auf die linke Seite rüber. Also ich multipliziere dann mit 4 geteilt durch Pi. Oder ich teile durch Pi Viertel. So, wir ersetzen A mit S. Also wir haben dann 4 mal S geteilt durch Pi gleich D Großquadrat minus D Kleinquadrat. So, im nächsten Schritt muss D Großquadrat auf die linke Seite rüber, also minus D Großquadrat. Dann haben wir 4S geteilt durch Pi minus D Großquadrat gleich minus D Kleinquadrat. Hier bitte minus nicht vergessen. Und wir müssen lediglich durch minus 1 teilen. Also D Quadrat, die tauschen Plätze, weil D Quadrat wird positiv, 4S minus 4S geteilt durch Pi wird negativ. Also D Quadrat minus 4S geteilt durch Pi gleich D Kleinquadrat. Und zum Schluss müssen wir nur noch Wurzel ziehen. So entsteht eine komplette Formel. D Klein gleich Wurzel aus D Großquadrat minus 4S geteilt durch Pi. Ich finde, diese Formelumstellung ist ganz wichtig, falls die in der Formelsammlung gar nicht steht, aus dem Grund, dass man in die Formel alle Werte einsetzt und die gesuchte Variable, in diesem Fall Innendurchmesser, einfacher berechnen kann. Ich habe als Ergebnis ca. 14 mm rausbekommen, also etwas gerundet, und damit haben wir die Fragestellung beantwortet. Hier habe ich dann die nächste Aufgabenstellung für das nächste Video aufgeschrieben. Die möchte ich nicht so gerne vorlesen. Ja, man kann natürlich auf Pause drücken und nochmal anschauen, ob das einen interessiert. Dann bis zum nächsten Video. Viel Spaß damit. Tschüss!